Hallo, mein Name ist Jörg Kreiser und ich habe die Gelegenheit gehabt, am 2. und 3. Juni einen Mercedes GLE 350 DE Probe zu fahren. Der GLE fordert so überhaupt keine Kompromisse. Mit der Airmatic-Luftfederung beherbergt er die Passagiere mit uneingeschränkter Raumfülle. Und das, obwohl er 400 Kilo des schweren E-Werks mitschleppt. Den 100 kW starken Elektromotor im Gehäuse der neuen Stufenautomatik, die platzsparend über der Hinterachse positionierte Hochvoltbatterie mit 31,2 Kilowattstunden Kapazität, die Leistungselektronik, das ganze Gekabele und den Ladeanschluss. Ich fahre noch einen BMW i3. Der ja bekanntlicherweise voll elektrisch ist. Aber die Spritzigkeit dieses 3-Tonnen-Fahrzeuges steht dem des BMW überhaupt nicht nach. Mit einer Spitzengeschwindigkeit reiner elektrisch von 160 km/h komme ich hier im Stadtverkehr von Stuttgart wirklich super zurecht. Der Radstand von fast 3 Metern, genau genommen 2,99,5 Meter, kommt besonders den Frontsitzen zugute, die großzügige Beinfreiheit dann bieten. Hier nochmal die wichtigsten Daten im Überblick. Elektrische Reichweite von ca. 106 km. Elektrische Leistung 100 kW. Systemleistung 235 kW bzw. 320 PS. Systemdrehmoment 700 Newtonmeter. Höchstgeschwindigkeit, wie eben schon gesagt, bis zu 160 km rein elektrisch. Oder 210 Kilometer, die allerdings abgeregelt. Beschleunigung von 0 auf 100 in 6,8 Sekunden. Für mich ein ausgesprochenes Muss ist der CCS-Stecker, der mit einem Aufpreis von ca. 600 Euro verbunden ist. Aber mit diesem Gleichstromstecker kann man das Auto innerhalb einer halben Stunde von 0 auf 100% aufladen. Diese 2 Tage sind wie im Flug vergangen, leider, aber ich kann euch verraten, dass ich am selben Tag noch einen bestellt habe. Wenn ihr Fragen und Anregungen noch habt,
dann könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffe auf euer Verständnis, wenn das manchmal nicht so profihaft rüberkommt. Danke und tschüss. Yeah.